Ein Fass ohne Boden, falsche Therapie, Vermögensvernichtungsmaschinerie. So oder so ähnlich werden die Euro-Rettungsmaßnahmen kritisiert. Und damit herzlich willkommen bei ECO. So eine Krise wie die Euro-Krise, die hat es bisher freilich noch nicht gegeben. Es gibt kein Lehrbuch, in dem man Lösungswege nachschlagen könnte. Also ist etwas Neues ausgetüftelt worden. In wenigen Wochen soll der neue Euro-Rettungsschirm, der ESM, starten. Nur, wer kennt sich bei all den Milliarden, die da fließen sollen, überhaupt noch aus? Wer zahlt was beim Euro-Rettungsschirm? Und nimmt der Wahnsinn jetzt erst seinen Lauf, wie manche Kritiker meinen? Beate Haselmeier berichtet. Unterwegs zu einem wichtigen Termin auf höchster europäischer Ebene. Hans Werner Sinn ist einer der renommiertesten Ökonomen im deutschsprachigen Raum und einer, der sich traut, das zu sagen, was viele befürchten. Er kritisiert die Aktionen zur Euro-Rettung. Wir haben jetzt 5 Jahre einige Krisenländer total finanziert, in dem Sinne, dass ihre Leistungsbilanzdefizite nicht mehr von den Märkten, sondern von der EZB und dann von Rettungsschirmen finanziert wurden. Ich frage mich, wie lange soll das weitergehen? In der Eurozone brennt der Hut. Eine Krisenfeuerwehr soll einschreiten wie im wirklichen Leben. Ab Oktober soll sie aktiv sein und in Not geratene Staaten und den Euro systematisch retten. Der Europäische Stabilitätsmechanismus, kurz ESM, ist eine Institution mit Sitz in Luxemburg. Jedes Euroland zahlt Geld an den ESM. Österreich zahlt 2 Milliarden Euro in bar. Insgesamt werden 80 Milliarden Euro eingezahlt werden. Darüber hinaus übernehmen die Euroländer Haftungen. Österreich haftet mit 17,5 Milliarden Euro. Alle Euroländer zusammen haften mit 620 Milliarden. Insgesamt hat der ESM also 700 Milliarden Euro für seine Zwecke zur Verfügung. Ein Gouverneursrat, bestehend aus den Finanzministern der Euroländer, verwaltet diese Riesensumme und entscheidet, wer Geld bekommt. Dass es natürlich einen Unterschied gibt in der Zugangsweise zwischen denen, die das Geld erhalten wollen, und denen, die sozusagen die Hauptzahler sind, das ist liegt in der Natur der Sache, und wir gehören zu denen, die die Zahler sind. Daher sind wir bei denen dabei, die streng sind. Gerettet werden müssen die maroden Volkswirtschaften in der Eurozone. Sie sollen wieder neues Geld bekommen. Es geht um mehrere hundert Milliarden an Staatshilfen. Die Retter sind die Steuerzahler aller Euroländer. Das ist im höchsten Interesse Österreichs, weil die Eurozone als Staatengefüge muss ja stabil bleiben. Darauf ist ja unser Wohlstand aufgebaut. Wir haben ein hohes Interesse daran, dass unsere Handelspartner, unsere Exportmärkte, jene Länder, mit denen wir Beziehungen haben, dass die zu einer Stabilität zurückkehren, weil das erhöht unseren Wohlstand. Hans Werner Sinn würde anstelle der Steuerzahler lieber die Gläubiger zur Kasse bitten, darunter Versicherungen und Banken. Es gibt nur eine Gruppe, die diese Abschreibungslasten tragen kann, und das sind die Vermögensbesitzer selber, die dort investiert haben. Die aber wollen natürlich sich entfernen, aus dem Staube machen, ohne die Lasten zu tragen, und suchen jetzt einen Dummen, der an ihrer Stelle die Last übernimmt, und das sind Sie und ich. Die Steuerzahler wissen aber nicht, worum es beim ESM geht. ESM, European Save, nein, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Jetzt müssen wir schnell fragen jetzt. Ach ja, mir fällt es jetzt echt nicht ein, tut mir leid. Ach so, das ist der Dingvertrag da, nicht? Also der Sparvertrag oder Kreditvertrag für Europa, nicht? Man liest ein bisschen was in den Medien, aber jetzt trotzdem keine Ahnung. Und Ihr Steuergeld, wo geht es hin? Ich hoffe, zu meinen Gunsten irgendwo hin in die Stadt Wien, oder? Der umfassende Euro-Rettungsschirm ist mittlerweile so groß, dass man leicht den Überblick verliert. Begonnen hat es mit Direktkrediten an Griechenland. Dann kam der EFSF, der befristete Rettungsschirm. Ab Oktober gilt der ESM, die dauerhafte Rettungsinstitution.
Darüber hinaus tritt die EZB, die Europäische Zentralbank, durch ihre Anleihenkäufe als Euro-Retterin auf. Und der IWF, der Internationale Währungsfonds, vergibt Hilfskredite. Österreich trägt das finanzielle Risiko anteilsmäßig mit. Für die Direktkredite an Griechenland könnten 1,5 Milliarden verloren gehen. Durch den EFSF könnten im schlimmsten Fall 21,6 Milliarden Euro an Haftungen anfallen. Für den ESM trägt Österreich ein Risiko in der Höhe von 19,5 Milliarden. Der Anteil der EZB-Anleihenkäufe liegt bei 2,9 Milliarden. Sollte das schlimmste Szenario eintreten, dann trägt Österreich einen Anteil von 45,5 Milliarden Euro an den europäischen Hilfszahlungen. Europa braucht von Jahr zu Jahr mehr Geld, um die Krisenstaaten mit Hilfsgeldern zu versorgen. Es ist im Grunde das Thema eines Drogensüchtigen, der sich gewöhnt hat an die Droge. Und wenn wir die absetzen, gibt es eine Krise. Um das zu verhindern, müssen wir halt die Droge weitergeben. Glauben Sie, dass so dieser Cocktail aus ESM, EZB-Aktionen des Internationalen Währungsfonds, glauben Sie, dass das die europäische Wirtschaft retten kann? Das ist kein Cocktail, das würde ich unter allen Umständen zurückweisen, denn ein Cocktail berauscht. Und wir brauchen eine Stabilisierung und nicht etwas Destabilisierendes. Und so hilft der ESM. Er vergibt Finanzhilfen an Krisenländer, kann Staatsanleihen auch direkt bei den maroden Staaten kaufen. Sollte es eine Einigung zur Bankenunion geben, könnte der ESM auch Finanzspritzen an Banken erteilen. Und er kann jederzeit neue Hilfen ins Leben rufen. Doch geholfen wird nur jenen Ländern, die sich an Vorgaben halten. All jene, die sich nicht an die Spielregeln halten, nicht die Hausaufgaben machen, die werden dann von Europa ein Korsett bekommen und bevormundet werden. Und ich glaube, dass alle höchstes Interesse daran haben, in der Politik nicht bevormundet zu werden. Zu sagen, ihr kriegt das Geld und müsst dafür das und das tun, das ist erniedrigend und das führt zu einem Maximum an Spannungen politischer Art in Europa. Ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Wenn man will, dass die Länder sparen, darf man ihnen keine Kredite geben, ganz einfach. Kredite zu geben und zu sagen, ihr dürft sie aber nicht nehmen und wir setzen hier Verhaltensregeln voraus und so weiter, das ist nicht dem Frieden in Europa zuträglich und es führt auch letztlich nicht zu einer Reform in den Ländern. Warum sollen sie sich denn reformieren, wenn das Geld weiter fließt? Die Flammen, die der Finanzcrash in Griechenland entfacht hat, könnten sich auf andere Länder ausbreiten und im schlimmsten Fall einen Flächenbrand auslösen. Die Krisenfeuerwehr steht vor einer riesigen Herausforderung. Man muss natürlich den Euro retten, das ist doch gar keine Frage. Die Frage ist nur, wie man ihn rettet. Ich glaube, indem man also hier grenzenlos zahlt, wird der Zusammenbruch des Euro mit einem großen Knall vorbereitet. Wir können nur ihn retten, wenn wir an den Rändern die Länder, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind, temporär rauslassen. Dann kann man den Rest stabilisieren. Alle, die da sagen, Griechenland pleite gehen lassen, die schaufeln die Last zu den Steuerzahlern. Daher bin ich nicht dafür, dass Griechenland pleite geht. Das würde die österreichischen Steuerzahler Milliarden kosten. Politiker gegen Kritiker. Und jeder behauptet, den Brand besser löschen zu können. Es steht Aussage gegen Aussage.